Shalom lachem, toda shatem mitzvah. Hallo und herzlich willkommen, danke, dass ihr euch zugeschaltet habt. Wir sind hier in diesem Neues Leben, die Serienreihe mit Rav Dr. Michael Leibmann. Dr. Leibmann, hallo. Hallo, Nitzana Mazos. Hallo. Und heute sind wir mit 1312. Unser Thema ist Kommunikation in der Familie mit Jugendlichen. Wir wissen, dass die Kommunikation im Nest der Familie nicht so einfach ist, überhaupt wenn die Kinder älter werden und zu Jugendlichen werden. Versuchen wir einige Dinge zu erklären auf hin zum neuen Leben. Sagt mit uns gemeinsam, Nitza, bitte. Nitza. Ja, Kommunikation in der Familie ist überhaupt nichts Einfaches. Und überhaupt, wenn unsere Kinder, als sie klein waren, noch irgendwie es eine schöne Kommunikation gab und sie uns zugehört haben und sie unsere Meinungen als wichtig geachtet haben, plötzlich gehen sie über zur Etappe, wo sie Jugendliche zu Jugendlichen werden und die Kommunikation verändert sich. Das ist eine große Herausforderung, auch für die Jugendlichen selbst und auch für die Eltern, welche nicht genau wissen, wie sie zu einer Art Kontakt mit ihnen gelangen können, eine Art Gespräch, Kommunikation, welche richtige Einstellung sie überhaupt in der Situation geben sollen. Lassen Sie uns jetzt mit der ersten Frage beginnen. Was ist wahrlich die erste optimale Form der Verbindung, welche ein Elternteil erwarten kann in der Etappe, wo sich seine Kinder entwickeln, weiterkommen und diese Etappe des Jugendlichen Seins überqueren bis von 11, 12, 13 bis hin zum Alter, das ist Jugendliche Zeit von 11, 12, 13 bis 18, 19, 20. Doch bleibt man Israel seitens der Kabbalah. Jeder von uns ist ein Egoist und wir in der Kommunikation zwischen uns, nicht mit den Kindern, in der Kommunikation zwischen uns, jeder Einzelne, wenn er mit jemandem in der Kommunikation sein möchte, muss er sich diesem gegenüber angleichen und der andere gegenüber ihn oder ihr. Das heißt, jeder Einzelne, welcher sich in einem Zustand, in seinen Wünschen, in seinen Eigenschaften, in seiner Auffassungsgabe, Wahrnehmung, in seiner Neigung, in seinem Geist, all diese besonderen Parameter sind wichtig. Und das ist der eine. Und auch der andere, wenn Sie aber in der Kommunikation sein möchten, so müssen Sie fühlen, Sie müssen diesen Zustand des anderen fühlen. Und der Einzelne, welcher etwas zumindest sich selbst zurücknimmt, das, was er möchte, versteht und weiß und denkt und auch erwartet und sich mehr und mehr dem anderen angleicht, anpasst. Und so normalerweise machen das Menschen, soweit es möglich ist. Die Frage ist die, ob wir eine solche Herangehensweise auch von unseren Kindern, also von Kindern fordern können. Wirklich, genau so auf direkte Weise spreche ich darüber und spreche das Problem direkt an. Zuerst einmal, wie verstehen Kinder überhaupt, dass wir tagtäglich, jeder Einzelne zu allen anderen in Kommunikation sein müssen, uns unserem Umfeld anpassen müssen, die uns Umgebung, was verpflichtend ist dafür, dass wir Menschen sind und nicht in einem Rudel von Wölfen uns befinden, obwohl es gerade in einem Rudel von Wölfen eine gute Kommunikation gibt. Aber außerdem müssen wir ihnen auch ein Beispiel geben, den Kindern, wie wir uns einander angleichen. Und wir müssen das in einer Weise tun, welche klar, ich würde sogar sagen, ausgeprägt, auffällig, glänzend, herausragend, dass die Kinder sehen, dass der Vater mit der Mutter nicht einverstanden ist, aber er sagt ihnen ruhig, ich bin mit ihr nicht einverstanden, aber ich muss mich ihr anpassen. So ganz ruhig, sagt er es ihnen in die Ohren. Und dann macht er das auf übertriebene Weise, damit die Kinder verstehen, was er tut. Und so gibt man einander ein Beispiel. Kinder ein Beispiel. Dass Kinder verstehen, dass im Endeffekt, man muss ihnen das auch erklären, dass
die Familie, die Kommunikation zwischen einigen Menschen gemeinsam ist, ohne Kommunikation gründet sich entsprechend das Verzicht. Das ist ein Zauberwort. Verzicht. Nachgeben. Das heißt, es kann keine Kommunikation zwischen einem und dem anderen geben, indem der eine sich etwas verzichtet oder nachgibt. Nachgeben, das heißt, sich annulliert. Dann gibt es Kommunikation. Ansonsten existiert Kommunikation nicht. Es gibt vielleicht eine natürliche Anpassung oder es lohnt es sich für sie, das zu tun, weil es so vielleicht Bedingungen oder Ziele gibt, welche über ihnen stehen. Es lohnt sich für mich, ich habe Erfolg, ich schaffe es, ansonsten nicht. Genauso wie es auch im Geschäftsleben oder mit fremden Menschen, mit denen wir uns in Kontakt begeben, zwischen einem Arbeitsplatz tun. Aber eine wahre, echte, schöne Verbindung in der Familie muss sich darauf begründen, dass wir verstehen, dass wir dafür jeder Einzelne mit seinem Ego bezahlen geht, indem er auf diesen verzichtet. Ich bin bereit, dieses Opfer zu bringen, um in Kommunikation zu sein. Denn wenn wir uns wirklich wahrlich bemühen, zu sehen, was in der Kommunikation eine Kommunikation haben, so verdienen wir viel, viel mehr. Viel, viel mehr als das, was wir wo uns aufhalten. Nizza. Sie haben folgende Sache gesagt. Zuerst mal, dass man verstehen muss und auch unseren Jugendlichen weitergeben müssen, dass wir ständig eine Angleichung zwischen uns erlangen müssen. Und dann, wenn wir eine Angleichung, eine Anpassung erschaffen, gibt es hier die Kommunikation. Das ist eine Bedingung. Sie haben noch ein weiteres Prinzip eingeführt, welche quasi Unterschied anders ist als das, was üblich ist. Denn die Herangehensweise normalerweise ist, vor den Kindern zu zeigen, dass es hier einen Konsens gibt neben den Kindern. Einen Konsens, alles, sie sagten anders, sie sagten das Gegenteil. Aber was lernen die Kinder, Lisa? Sie haben genau eine entgegengesetzte, gegenteilige Herangehensweise. So im Gegenteil, vielleicht muss man für ihn ein Theater spielen. Vielleicht sogar, dass wir in Streit, im Konflikt, im Unverständnis, und da sind, jeder Einzelne erklärt seinen Kindern, wie sehr er damit nicht einverstanden ist, was der andere von ihm fordert, dass die Kinder das sehen. Und wir geben ihnen danach ein Beispiel, wie der Einzelne sich überwindet und sich in Verbindung mit dem anderen befindet. Nicht, das heißt, die Tatsache, dass sie bis zum heutigen Tage die Herangehensweise war, dieses Unkonsens, das Unverständnis zwischen Eltern zu verdecken, zu verhüllen. Aber es ist abhängig, ab welchem Alter, Nizza. Es ist abhängig von der Familie, meinen Sie. Doch glaubt man, ja, ich kann das nicht genau sagen, aber trotzdem muss man sich zu ihnen, trotzdem wie zu Erwachsenen, damit sie daraus lernen, dass sie unsere Einstellung, ihre Beziehung zu ihnen auch als wichtig sein, dass wir uns mit ihnen beraten, mit ihnen sprechen, dass sie größer sind, dass sie wahrlich wie echte Familienpartner sind und nicht immer Kinder. Das würden wir ständig sagen, halt zu einem Mund. Indem wir wie Eltern unser Uneinverständnis ausprägen, weil unsere Kinder erwachsen werden, 14, 15, 16, sie kennen kleine Kinder, verstehen das bereits. Was erschafft es ihnen? Welche Fähigkeit? Schafft es ihnen, wenn sie quasi zum Uneinverständnis gezogen werden, die Fähigkeit zu verzichten, über das Uneinverständnis zu erheben? Was bildet es ihnen? Das bildet in ihnen ein richtiges Verhaltensmuster, Verhaltensmodell. Dr. Leibmann, das heißt, zwischen uns tauchen Konflikte auf, und das ist in Ordnung, und deshalb müssen wir auch zu einer Art zum Einverständnis gelangen müssen. Dr. Leibmann, das heißt, sagt Nizza, unser Streben ist ständig in diese Richtung zu gehen. Auf solche Weise wird ein Jugendlicher oder eine Jugendliche, sagen wir, was passiert, wenn es ein Uneinverständnis gibt zwischen den Jugendlichen zu den Eltern?
Ist auch etwas, woraus die Kinder lernen können? Da glaubt man natürlich. Nicht, wie passiert das? Da glaubt man, sie sehen Beispiele, zwischen den, wie sich die Eltern untereinander verhalten. Und das ist auch, wenn es auch ein Problem mit einem der Kinder in der Familie gibt, so kann ich mit ihm sprechen. Wirklich in einer auf Augenhöhe. Ich kann auch darüber mit anderen Kindern sprechen, abhängig davon, worüber ich mit ihnen spreche. Kann das eine sehr feine Sache ist. Feines Thema. Und so gelangen wir zu einem Zustand, wo es zwischen uns nichts gibt, was wir verbergen müssen, sondern ganz im Gegenteil, wir alle verstehen unsere Natur, unsere Zustände, und diese sind uns auch bewusst und bekannt. Und so schreiten wir in unserem Leben weiter voran. Zumindest jenes Modell, welches in der Familie existiert, müssen wir danach sehen, wie sie das am Ort des Studiums, der Familie und so weiter, weiter fortsetzen. Lisa, lassen Sie uns dieses Modell sehen, welches Sie uns erklärt haben, wie es sich auf die Lebenssituation einkleidet. Doch glaub mal, ich möchte ein Prinzip aussprechen. Das, was ich möchte, ist eine Familie, eines Kindes, eine Familie passiert, so wenn es wächst und Familie aufbaut, dann muss ich ihm klare Beispiele von unserer Familie geben. Klare Vorbildfunktion, Beispiele. Nicht sicher verstanden. Alles, was er aus der Verbindung zwischen uns, unsere Einstellung zu den Eltern, unsere Einstellung als Eltern in Bezug zu ihnen, all diese Beziehungen werden ihm die Möglichkeit erschaffen, die Kommunikation, die Beziehungen aufzubauen. Du glaubst, das ist ein Beispiel, welches er nicht verlassen wird. Es ist etwas, was Höheres ist. All das, was er von der Familie in Zeiten der Jugend aufsorgt, bleibt trotzdem weiter über. So wie geschrieben steht, erziehe den Jüngling anhand seines Weges. Das wird das ganze Leben mit ihm begleiten. Oren, eine Frage, welche ich von einer Zuschauer bekommen. Es gibt Fakt, das klare Handlungen, die wir gemeinsam als Familie tun müssen, wie zum Beispiel Workshops, wie Sie sagten, um Konflikt zu lösen. Muss es eine Art Routine sein, muss es etwas Konstantes sein, muss es auf dem Tagesplan stehen in der Familie. Doch klar, und es ist abhängig von den Eltern, wie sehr sie verstehen, was man tun muss und wie sehr sie sich bereits darin befinden, in seiner Verbindung mit den Kindern. Es ist tatsächlich so, dass wir darin Workshops, Erklärungen gerade tun können, genauso mit Nizza und solchen Psychologen. Ich glaube, dass es gut ist. Sagen wir, die Eltern haben so eine Ausbildung, einen Kurs durchlaufen und haben bereits in ihren Köpfen diese integrale Sichtweise. Müssen sie in ihrer Familie mit den Kindern, mit den Jugendlichen solche Workshops einbringen, also das Konstante ist, also wenn die Eltern bereit sind, und die Eltern sich sicher fühlen, dass es richtig ist, natürlich, warum nicht? Auch eine weitere Frage, wie kann man die Jugendlichen gegen Wutausbrüche schützen und ihnen das erklären, wie das funktioniert? Dort lernt man wieder eine Vorbildsfunktion. Du musst den Kindern zeigen, wie wütend du auf jemand von der Familie bist und auch ihnen zeigen, wie sehr du dich mit Gewalt beruhigst. Nicht dass du es vergisst, sondern du mit Gewalt beruhigst dich und zeigst ihnen das. Und du bist sogar, wendest dich an jemanden, dass du dich so aufgeregt hast und vielleicht bittest du sogar um Entschuldigung. Lisa, es ist heutzutage sehr üblich, dass Jugendliche wütend sind. Sie haben sehr viele Wutausbrüche. Es ist ein Alter, sie sind wütend auf die Eltern, wütend in Bezug zu allen. Normalerweise ist es eine Hygiene, den Jugendlichen
Jugendlichen zu befragen. Komm, erzähl mir, warum du so wütend bist. Von ihnen höre ich jetzt überhaupt, dass du eine ganz andere Herangehensweise siehst, Dr. Leibmann. Nur Beispiel, Vorbildsfunktion. Das heißt, nicht, da muss ich jetzt nicht ins Gespräch mit dem Kind kommen. Warum bist du böse? Warum bist du wütend? Dr. Leibmann, wenn er nicht sprechen möchte, ich fordere von mir nicht, dass er mir mein Herz ausschüttet. Und warum? Was für ein Recht habe ich, ihm das von ihm zu bieten? Sondern nur, ihm ein Beispiel dafür zu geben, wie man sich beruhigen kann und die Beziehung richtig zu ordnen und wieder zum normalen Tagesplan überzugehen. Und eine Frage von einer weiteren Zuschauerin, welche vorher fragte, zum Thema Wutausbrüche und Ausbrüche und so weiter. Was tut man, sollte die Jugendliche die Tür zuhaut, weggeht und schreit? Was macht ein Elternteil in so einer Situation? Dr. Leibmann, gar nichts. So als wäre nichts geschehen. Und nach einer gewissen Zeit, wenn das Kind zurückkehrt und man das Leben weiter normal fortsetzt, im Alltag, nach 2, 3 Tagen, oder eine Woche vielleicht, dann bei der Gelegenheit, wo man zusammen sitzt, sagt das Elternteil trotzdem, dass er oder sie mit ihm über diese Situation auf ruhige Weise sprechen möchte. Nicht so, was macht dann das Elternteil? Er fragt dann, was macht das Kind? Da glaubt man ja, dann kann er ihm fragen und so weiter. Das ist eine Sache, die man bereits flexibel gestalten muss. Man muss dieses Gespräch, Situation, all diesen Dingen anpassen muss. Kann dann das jetzt zum Beispiel der Vater in Bezug zu dem, muss ich dann, dass es in Bezug zu der Person geschehen ist, mit dem man spricht. Vielleicht kann die Mutter für den Vater sprechen, kann es beruhigen. Doch in Anwesenheit des anderen Elternteils, da glaubt man, ja, gleich zur Oren. Eine weitere Frage von den Zuschauern. Was ist das Ziel der Erziehung im Alter von Jugendalter im Vergleich zu dem, was die kleinen Kinder waren? Wie kann man das höhere Überschrift definieren für Erziehung für Jugendliche? Dr. Leibmann, muss Jugendlichen Beispiele geben für ein richtiges Verhalten im Nest der Familie? Beispiele, Vorbilder, gemäß Beispiele und Vorbilder wirkt, handelt das Kind, überhaupt wir nachahmen, wir geben Bilder, solche Zeichnungen, dementsprechend, gemäß dem, verhalten wir uns im Laufe des ganzen Lebens. Und eine weitere Frage, was ist die Aufgabe des Vaters und die Rolle der Mutter in Zeiten des Jugendalters? Dr. Leibmann, sie müssen miteinander verbunden sein, nicht so sehr zeigen, dass sie mit den Kindern verbunden sind, damit jemand Partei fragt. Ich glaube nicht, dass die Eltern immer ständig in der gleichen Meinung sind, sondern jeder kann auch die Meinung des Kindes, des Jugendlichen annehmen und nicht das, weil es ein Elternteil ist, der bereits solidarisch mit dem anderen Elternteil ist. Auch gibt es einen spezifischen Unterschied zur Rolle des Vaters und der Rolle der Mutter in Zeiten des Jugendalters als Erzieher? Doch glaubt man, es ist sehr flexibel. Ich kann es nicht sagen, in Bezug zu Burschen und zu Mädchen, in Bezug zur Zeit der Jugend, ich weiß es nicht. Sie werden das von sich aus verstehen. Nicht so. Was wird die Kinder fühlen lassen, dass das Eltern wirklich zu 100% für ihn oder für sie da ist? Das ist ein Gefühl, was oft Jugendlichen fehlt. Dr. Leitmann, ich weiß nicht, wie man das in das Bewusstsein, in die Familie,
dass die ganze Familie existiert, darf existiert, damit die Kinder auf erfolgreiche Weise aufwachsen. Sogar nicht richtig, sondern erfolgreich, würde ich sagen. Aus. Das müssen sie fühlen. Das ist im Großen und Ganzen. Das ist, was die Eltern möchten. Das heißt, wenn wir im Wesentlichen als Eltern unseren erwachsenen Kindern das Gefühl zur Verfügung stellen, dass sie es lange haben, auf erfolgreiche Weise sich zu entwickeln, sie würden das Gefühl geben, dass wir uns auf sie verlassen können, dass wir ihnen Vertrauen schicken können. Und oft werden diese Punkte in Frage gestellt. Es gibt eine Etappe, wo ich auf die Eltern mich nicht mehr verlassen möchte oder ihr Vertrauen schenke. Doch ich denke, dass hier die Eltern sich bemühen müssen, gemeinsam mit all dem, was in der Familie passiert, gemeinsam einen Sicherheitsgurt, Sicherheitszaun bilden müssen, dass Vater und Mutter ein starkes Wort in der Familie haben, zum Lebensweg des Jugendlichen. Bei mir war das auch so, auch in Bezug zu meinem Sohn und zu meinen zwei Töchtern. Aber eine Frage von der Zuseherin. Kann man im Alter der Jugend eine gute Beziehung zum Kind erschaffen? Ist das möglich? Wie soll man das tun? Zuerst einmal das Kind nicht erwürgen. Nicht mit Umarmungen, nicht mit so vielen liebevollen Handlungen und nicht mit Handschellen. Wenn man sagt, nicht erdrücken. Nicht mit so viel Liebe und nicht mit so viel Verboten. Eine Sache. Ja. Zweitens, in dem Grammaß, in dem das Kind mit dir in Kontakt sein möchte, so bist du mit dir in Kontakt. Das Kind muss wissen, dass du immer erreichbar bist. Aber normalerweise muss die Wendung von ihm an dich gerichtet sein. Es muss besondere Tage für jedes Kind und Kind geben, unsere Zeiten, Uhrzeiten in diesen Tagen, wo es üblich ist, dass sie sich mit Vater verbinden oder mit der Mutter kontaktieren, ganz egal, wo sie sind. Und aus und so auf solche Weise sich zu bemühen, auf bestimmte Weise trotzdem irgendwie auf das Leben, auf ihr Leben Einfluss zu haben. Auf alles, was du kannst. Und eine weitere Frage in Bezug zu den Dingen. Wie können Eltern eine Richtung vorgeben, den Jugendlichen und der Jugend, Frage vom Zuschauer. Dr. Leibmann, Sie müssen fühlen, dass wir als Eltern Ihnen fast grenzenlose Freiheit geben. Fast. Bis zu einer gewissen Grenze. Und folglich, wenn Sie diese Grenze bereits erlangen, so kann es maßvoll ist, kann bereits das Elternteil aufstehen und seine Kraft unter Beweis stellen. Alle Gewohnheiten, welche bereits er den Jugendlichen eingeprägt hat, und er kann bereits seine Herangehensweise zum Leben des Kindes verlieren. Das Kind kann 20 oder mehr Jahre bereits alt sein. Es ist trotzdem das, was das Elternteil in Zeiten der Not als Trumpf hat, wo er dann aufsteht und anfängt zu herrschen. Jetzt die letzte Frage. Was gibt dem Kind Sicherheit, Selbstvertrauen? Das ist wichtig für diese Etappe. Dort glaubt man, dass sie fühlen, dass hinter ihnen die Eltern stehen und dass sie ein Haus haben, welches auch als Bunker dient, als Schutz
Raum dient, wo eine warme Ecke auf sie wartet. Und das bleibt für sie das ganze Leben. Für das ganze Leben. Trotzdem, je mehr, egal wie sehr die Eltern von den Kindern einige prinzipielle Dinge fordern, richtig zu kommunizieren, zu sprechen, nicht die Richtung im Leben zu verändern. Trotzdem, müssen Kinder sich mit den Eltern beraten in Bezug zu den wichtigen Dingen. Aber das ist es, was sie tun müssen, dass sie eine Ecke haben in das Mutterhaus, Vaterhaus, egal wie sie das nennen möchten, und sie können kommen und ständig eine warme Herangehensweise bekommen. Aber was ist das wesentliche Gefühl, das dominante, sich als Elternteil zwischen mir und meinem erwachsenen Kind anstreben kann? Auf die innere Verbindung, dass das Kind, welches sich im Familiennest befunden hat, auf solche Weise fühlen muss, dass jener Ort, jene Verbindung weiter bleibt und nicht verschwindet. Frau Leitmann, unser Zeit ist vorüber. Vielen Dank Ihnen. Frau Leitmann, möge ihr Erfolg haben. Ich sage danke sehr. Danke, dass ihr euch zugeschaltet habt. Neues Leben, lernen gut zu leben. Alles Gute, schönen Tag. Bye, bye. La 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 la